Proportional und antiproportional. In diesem Video lernst du die beiden besonderen Zuordnungen kennen und unterscheiden. Hier sehen wir eine einfache Zuordnung. Manche Zuordnungen haben aber zusätzliche Eigenschaften, so wie diese je mehr, desto mehr Zuordnung. Und ganz besondere je mehr, desto mehr Zuordnung heißen proportionale Zuordnung. Eine Zuordnung kann aber auch eine je mehr, desto weniger Zuordnung sein. Und besondere davon sind dann die antiproportionalen Zuordnungen. Wir beginnen mit einer normalen, einfachen Zuordnung. Erhöht sich hier der erste Wert, also der x-Wert, hier in Fallrichtung, so haben wir Bereiche, in denen der zweite, also der y-Wert, mehr wird, also ansteigt, aber auch Bereiche, in denen er kleiner wird. Der Graph fällt. Es gibt jedoch kein einheitliches Verhalten. Mit dem Fahrrad geht es mal hoch und mal runter, sodass diese Zuordnung keine besondere Bezeichnung erhält. Wie könnte so eine Zuordnung aussehen? Auf einer Bergwanderung protokolliert die Navigations-App zum Beispiel die jeweilige Berghöhe. Das heißt, wir können eine Zuordnung als Zeit zugeordnet den Höhenmeter notieren. Beim Blick auf die Wertetabelle sieht man auch, dass wir hier keine besonderen Eigenschaften vorfinden. Für jede Zunahme des x-Wertes kann es sein, dass der y-Wert mal zunimmt oder auch mal abnimmt. Jetzt zur je mehr, desto mehr Zuordnung. Je größer der x-Wert wird, desto größer wird auch der y-Wert. Der Graph steigt kontinuierlich an. Für einen Fahrradfahrer geht es also dauerhaft bergauf. So eine Zuordnung beschreibt beispielsweise das Wachstum einer Pflanze. Mit zunehmendem Alter nimmt die Höhe des Baumes zu. Das Wachstum ist aber nicht gleichmäßig, wie wir gleich beim nächsten Beispiel noch sehen werden. An der Wertetabelle finden wir für jede Erhöhung des x-Wertes auch eine Erhöhung des y-Wertes. Diese kann aber komplett unterschiedlich stark ausfallen. Hauptsache, je mehr, desto mehr. Nun zu den proportionalen Zuordnungen, die einen Sonderfall der je mehr, desto mehr Zuordnung darstellen. Der Graph einer solchen proportionalen Zuordnung ist eine Gerade und verläuft durch den Ursprung. Wir haben eine gleichmäßige Steigung vorliegen, die diese Zuordnung so besonders und damit auch berechenbar macht. Denn verdoppelt oder verdreifacht oder ver-x-facht sich der erste Wert, dann verdoppelt, verdreifacht und ver-x-facht sich auch der zweite Wert. Hier haben wir den Funktionswert an der Stelle 1. An der Stelle 2 hat er sich schon verdoppelt, an der Stelle 3 verdreifacht und an der Stelle 4 vervierfacht. Und wie könnte eine passende Zuordnung aussehen? Zum Beispiel der Kauf von Donuts. Der gekauften Anzahl wird der Gesamtpreis zugeordnet. Es ist natürlich klar, dass es sich um eine proportionale Zuordnung handelt, denn doppelt so viele Donuts ergeben den doppelten Preis. An der Wertetabelle einer proportionalen Zuordnung finden wir wieder unseren Schnittpunkt mit dem Koordinatenursprung. So sollte der 0 der ersten Größe die 0 bei der zweiten Größe zugeordnet sein. Und jetzt können wir mit entsprechenden Pfeilen die Definition überprüfen. Verdoppelt sich der erste Wert, so verdoppelt sich auch der zweite Wert, hiervon 3 auf 6. Verdreifacht sich der erste Wert, so trifft das auch für die zugeordnete zweite Größe zu. Und für die 4 haben wir hier eine Vervierfachung und die haben wir auch von 3 auf 12. Man muss aber nicht immer geeignete Pfeile suchen und finden, es geht auch geschickter. Berechnet man jeweils den Quotienten aus y geteilt durch x, so erhalten wir hier 3 durch 1 ist 3, 6 durch 2 ist 3, 9 durch 3 ist 3 und 12 durch 4 ist 3. Und so kann man vorliegende Wertetabellen geschickt überprüfen, ob sie denn zu einer proportionalen Zuordnung gehören. Eine proportionale Zuordnung ist nämlich quotientengleich und dieser Quotient y geteilt durch x, hier also unser Wert 3, heißt dabei Proportionalitätsfaktor. Nach der je mehr, desto mehr Zuordnung
und ihrem Sonderfall, den proportionalen Zuordnungen, betrachten wir jetzt die je mehr, desto weniger Zuordnung. Für zunehmenden x-Wert sinken die y-Werte ab. Als Fahrradfahrer auf dem Graphen geht es also andauernd bergab. So eine Zuordnung könnte man beispielsweise angeben, wenn man über die Unterrichtszeit in der Schule den Inhalt seiner Trinkflasche angibt. Klar nimmt dieser mit der Zeit ab, aber es ist keine regelmäßige Abnahme. Anhand der Wertetabelle lässt sich hier erkennen, dass zu jedem Anstieg des x-Wertes eine Abnahme des y-Wertes gehört. Und diese Besonderheit hat dieser Zuordnung ihren Namen gegeben. Und jetzt geht es wieder um einen Sonderfall. Eine antiproportionale Zuordnung ist nämlich ein Sonderfall der je mehr, desto weniger Zuordnung. Hier geht es auch überall bergab, aber in gleichmäßiger Form. Es gilt hier der Zusammenhang verdoppelt, verdreifacht und so weiter sich der erste Wert, dann halbiert, drittelt und so weiter sich der zweite Wert. Schauen wir uns das hier mal an. An der Stelle 1 haben wir einen entsprechenden Funktionswert. Verdoppelt man die 1 zu 2 und schaut sich den Funktionswert an, so liegt dieser nur noch auf der halben Höhe. An der Stelle 3 nur noch auf einem Drittel und an der Stelle 4 nur noch auf einem Viertel. Als Zuordnung hätte man hier zum Beispiel das Verteilen von Gummibärchen. Je mehr Kinder anwesend sind, desto weniger Gummibärchen aus der Tüte bekommt jedes Kind. Die Zuordnung Anzahl Kinder nach Menge der Gummibärchen ist natürlich antiproportional. Hat man doppelt so viele Kinder, so bekommt jeder nur halb so viele Gummibärchen. Und wie weist man die Antiproportionalität an der Wertetabelle nach? Wir überprüfen einfach die Definition. Wenn sich der erste Wert verdoppelt, dann halbiert sich der zweite Wert. Oder wenn sich der erste Wert verdreifacht, dann hat man ein Drittel des zweiten Wertes. Und bei einer Vervierfachung des ersten Wertes nur noch ein Viertel des zweiten Wertes. Natürlich gibt es auch hier einen Trick zur Überprüfung. Und zwar ohne Pfeile zu suchen. Multipliziert man x mal y bei einer antiproportionalen Zuordnung, so erhält man in diesem Fall 1 mal 48 ist 48, 2 mal 24 ist ebenfalls 48 und auch 3 mal 16 ergibt 48, genauso wie 4 mal 12. So kann man anhand der Wertetabelle schnell überprüfen, ob es sich um eine antiproportionale Zuordnung handelt. Diese Zuordnung ist nämlich produktgleich. Hier noch einmal die Übersicht. Eine Zuordnung kann dabei eine je mehr, desto mehr Zuordnung und im Sonderfall eine proportionale Zuordnung sein. Oder eine Zuordnung ist eine je mehr, desto weniger Zuordnung und möglicherweise sogar eine antiproportionale Zuordnung. Wenn du noch auf der Suche nach weiteren Arbeitsmaterialien oder Übungsaufgaben bist, dann schau doch auch mal auf schlauistwow.de vorbei. Da gibt's auch Erklärvideos. Die findest du aber auch hier im Kanal, den du gerne abonnieren kannst, um zukünftig keine neuen Videos mehr zu verpassen.